Katar liegt in Europa, Ödingen ist am Arsch, Weltfußballerwahl 2020. Moin Leute, ich bin's, Nairol Football, und heute gibt es die Themen der Woche. Die italienische Justiz hat die 9-jährige Gefängnisstrafe für den ehemaligen brasilianischen Nationalspieler Robinho bestätigt. Ein Gericht bestätigte am Donnerstag das Urteil gegen den früheren Milan-Profi. Robinho soll 2013 an einer Gruppenvergewaltigung beteiligt gewesen sein. Der 36-Jährige stand damals bei Milan unter Vertrag. Er beteuert weiterhin seine Unschuld und kann binnen 90 Tagen Einspruch einlegen. Verurteilt wurde Robinho bereits 2017 in Abwesenheit. Im Oktober wurde sein Vertrag bei FC Santos nach neuen Erkenntnissen wie Telefonmitschnitten auf Eis gelegt. Ligue-1-Rechtsinhaber schließt TV-Sender Liga ohne Übertragungswege. Eilmeldung: In Frankreichs Profiligen hat es einen Knall gegeben. Telefut, das die erste und zweite französische Liga übertragen hat, schließt seine Pforten, sodass unklar ist, wie von nun an die Spiele der ersten zwei französischen Profiligen übertragen werden. Es ist das Ende eines seit Monaten anhaltenden Rechtsstreits. Nun wird ein Nachfolger gesucht. WM-Qualifikation. Die Auslosung für die WM-Qualifikationsrunden in Europa wurden ja schon längst bekannt gegeben. Vor 2, 3 Tagen stehen die Gruppen offiziell fest. Da ich jetzt nicht alle Teams und Nationalmannschaften vorlesen möchte, zeige ich euch mal die 10 Gruppen in Überblick. Die kuriosen Nachrichten um die Weltmeisterschaft 2022 in Katar reisen nicht ab. Nachdem gestern die Gruppe für die europäische WM-Qualifikation ausgelost wurden, hat die UEFA am heutigen Abend einen Gruppengast bestätigt. Die Nationalmannschaft von Katar wird ebenfalls an der europäischen WM-Qualifikation teilnehmen. In der Gruppe A, in der auch der amtierende Europameister Portugal spielt, wird die Nationalmannschaft von Katar zu finden sein. Die UEFA bestätigte ein Abkommen mit dem asiatischen Fußballverband. Man möchte dem Gastgeber die Möglichkeit geben, Wettkampfpraxis für die WM 2022 im eigenen Land zu sammeln. Ja, ihr alle fragt euch jetzt, ja, warum hat das die UEFA gemacht? Moneten! Am 17. Dezember werden im FIFA-Sitz in Zürich die Gewinner der The Best Awards bekannt gegeben. Für die Weltfußballerwahl stehen 3 Finalisten fest. Neben den Dauerbrennern Cristiano Ronaldo und Lionel Messi ist Bayerns Torjäger Robert Lewandowski unter den 3 Anwärtern. Dem polnischen Stürmer werden nach einem phänomenalen Jahr beim FC Bayern München auch die größten Chancen auf den Titelgewinn zugerechnet. Es wäre der erste für den polnischen Nationalspieler. Auch in den übrigen Kategorien stehen die Finalisten fest. Bei der Wahl zum besten Trainer des Jahres sind dabei Hansi Flick vom FC Bayern München, Jürgen Klopp vom FC Liverpool und Marcelo Bielsa vom Aufsteiger Leeds United unter den Top 3. Der Welttorhüter wird zwischen Manuel Neuer, FC Bayern München, Alisson Becker, FC Liverpool und Jan Oblak, Atletico Madrid ausgemacht. Die Gewinner werden in einer TV-Show am 17. Dezember verkündet. Leider gibt es jetzt eine sehr traurige Nachricht. Italiens WM-Held Paolo Rossi ist mit 64 Jahren leider verstorben. Nun ist Rossi mit nur 64 Jahren leider verstorben. Seine Ehefrau verkündete diese Nachricht auf Instagram. Ein Foto des Paares versah sie mit den Worten "für immer" und einem Herz. Die Todesursache ist noch unklar. Leider gibt es nicht nur eine traurige Nachricht, sogar 2. Alejandro Sabella, der Ex-Nationaltrainer der Argentinier, der 2014 die Nationalmannschaft bis ins WM-Finale geführt hat, ist tot. Laut Medienberichten erlag Sabella an einer Herzerkrankung. Ich und größtenteils meiner Community wünscht den Familien, den Freunden und den anderen Hinterbliebenen viel Kraft und noch ein langes, gesundes Leben. Mario Balotelli hat seinen neuen Club gefunden. Wie angekündigt, unterschreibt er in Kürze bei Serie B-Club AC Monza.
Am Montag ist der 30-jährige Stürmer für die Medizinchecks beim Club von Präsidenten Silvio Berlusconi eingetroffen. Bereits am Wochenende hatte Balotelli angekündigt, dass er in Monza unterschreiben wird. Dort trifft er unter anderem auf seinen früheren Milan-Kollegen Kevin Prince Boateng, der am Ende September bei AC Monza angeheuert wurde. Auch in Wolfsburg gibt's News. Der VfL Wolfsburg hat den ersten Neuzugang für die Sommertransferperiode 2023 vermeldet. Der belgische U19-Nationalspieler Aster Frakins, ich werde sehr lange brauchen, um den Namen richtig auszusprechen, wird ab dem 1. Juli im Profikader der Niedersachsen stehen. Der 18 Jahre alte Mittelfeldspieler erhält in Wolfsburg einen Vertrag bis 2025 für den belgischen Erstligisten KV Mechelen auf, wo er bislang auf 19 Spiele und 4 Tore in der ersten belgischen Liga kommt. In Wolfsburg hat man nicht nur Spieler aus Belgien gekauft, sondern auch Profiverträge wurden unterschrieben. Der VfL Wolfsburg hat den Talent Tim Siersleben mit dem ersten Profivertrag ausgestattet. Der 20-jährige Abwehrspieler unterschreibt bei den Wölfen bis Juni 2024. Der KFC Uerdingen scheint in Trümmern zu liegen. Nachdem Investor Ponomarev seinen Ausstieg angekündigt hat, kommen immer größere finanzielle Lücken zum Vorschein, die den Gesamtbetrieb des Vereins ernsthaft gefährden könnten. Der KFC Uerdingen sorgt weiterhin für Schlagzeilen in den vergangenen Monaten. Speziell Wochen ist es um den Drittligisten nicht gerade ruhig gewesen. Vor allem der angekündigte Rückzug vom Investor Ponomarev hatte den Verein erschüttert. Ponomarev soll aktuell mit potenziellen Nachfolgern verhandeln. Allerdings wird die finanzielle Schieflage Uerdingens immer offensichtlicher. So berichtete der Kicker, dass der Verein momentan eigentlich nicht betriebsfähig ist. Zum einen soll der KFC Uerdingen die Gehälter der gesamten Belegschaft inklusive den Profispieler der dritten Liga für 2 Monate gänzlich nicht gezahlt haben. Ein Problem, das der Verein bereits seit geraumer Zeit hat und weshalb der KFC Uerdingen mit einigen ehemaligen Spielern vor Gericht steht. Zum anderen drücken Uerdingen Mietschulden in Höhe von über 200.000 Euro, die bis Freitagmittag beglichen werden müssen. Andernfalls droht die Betriebsgesellschaft der Düsseldorfer Merkur Spielarena die Heimspiele gegen Türkgücü, München und Lautern abzusagen. Wie und ob es bei Uerdingen weitergeht, ist nicht bekannt. Aktuell belegt die Mannschaft den 12. Platz in der dritten Liga. Das waren alle relevanten News von dieser Woche. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Habt ihr Ideen für Namen für dieses, ja, keine Ahnung, Format? Das war's mit dem Video. Bis bald und ciao. Sie gewinnen das Spiel 3:1 gegen Frankfurt und der legendäre Wout Weghorst macht 2 Dinger auf Ansage.